Hi Leute, der Sano hier. The Division 2 bekommt neuen Content. Die Beteiligung am PTS-Server für den neuen Content ist der größte bisher auf dem PTS-Server. Und eine ganze Menge neuer Leute und mehrere Leute, die schon länger nicht mehr da waren, die kommen zurück, schauen sich das Ganze an. Und besonders für die Neueinsteiger oder Quereinsteiger, für Leute, die einfach mal Bock haben auf das Franchise oder nicht ganz wissen, worum es in dem Franchise geht, habe ich einen kleinen Guide erstellt. Einen kleinen Crashkurs mit dem Wichtigsten, was ihr zu beachten habt. Der ist nicht ganz perfekt. Was ist das schon? Die meisten Sachen sind drin, die euch von Level 1 bis ins Endgame bringen und worauf ihr zu achten habt. Ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen helfen. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Abo und ein Like da und schaut auch mal bei mir auf Twitch vorbei. Fangen wir erstmal mit dem Gröbsten überhaupt an und fragen uns, was ist The Division 2? The Division 2 ist schon wie The Division 1 ein Looter-Shooter, MMO, Third-Person-Action-Game, was mit RPG-Elementen daherkommt und sich quasi nur online spielen lässt. Und das mit insgesamt 8 Leuten, je nachdem, welchen Spielmodus man spielt. Und die allererste Frage, die sich da natürlich dreht, ist, welche Version kaufe ich? Welche Version gibt es? Welche kaufe ich? Was macht Sinn? Die Frage lässt sich ganz, ganz einfach beantworten. Und zwar ist es die Warlords of New York Edition, die ihr euch holen solltet. Es gibt die normale The Division 2 Version und das Add-on, das große DLC, das rausgekommen ist, das Warlords of New York. Und das hat das Level Cap auf 40 erhöht und hat einen zweiten Raid mitgebracht. Und so viele andere Sachen, so viele neue Items, ein komplett neues Gebiet, dass ihr eigentlich wirklich nicht drumherum kommt. Das wahre Endgame befindet sich in Warlords of New York und das solltet ihr definitiv so machen. Das Ganze ist auch, wie gesagt, ihr Spiel ist eh günstig zu haben und mit dem Warlords of New York Add-on, es kommt aufs Gleiche hinaus und ihr habt halt so viel mehr vom Game. So, was gibt's noch? Wie gesagt, wir hatten es eben, es ist ein Third-Person-MMO Action-Shooter und das Ganze kommt mit Loot daher. Heißt, und ihr habt eine gewisse Charakterentwicklung, bedeutet, ihr erstellt euch euren Charakter und levelt den halt hoch. Den Loot, den ihr findet, den ihr Gegnern im PvE oder im PvP später, was ihr auch machen könnt, abluchst, könnt ihr euren Charakter anziehen. Und diese Sachen sind unterteilt in, ne, es gibt verschiedene Waffen, es gibt verschiedene Brandsets, Markensets, das zeige ich euch aber gleich nochmal genau. Es gibt bestimmte Gearsets und Spezialisierungen, womit ihr euren Charakter halt individuell so gestalten könnt, wie ihr es für richtig haltet, wie ihr am besten klarkommt, wie es eurem Spielstil entsprechend einfach am besten funktionieren würde. Das nächste, das ich euch zeigen möchte, sind die Einstellungen. Ich spiele auf der PlayStation 5. Bedeutet, alles das, was ihr seht, ist auf, wenn ihr auf der Xbox spielt oder wenn ihr auf PC spielt, ist es halt ähnlich. Ihr bekommt die entsprechenden Tasten, die ihr drücken müsst, bekommt ihr dort angezeigt. Es ist alles gleich, bis halt auf die Farbe und die Anordnung der Tasten. Was habe ich eingestellt? Ihr werdet wahrscheinlich, selbst wenn ihr auch gerade erst angefangen habt, erstmal in die Einstellungen gehen und schauen, was ihr da einstellen könnt. Solltet ihr auch tun, weil ihr das auch nochmal euren Vorlieben entsprechend einstellen könnt, wann da so ein paar ganz spezielle Sachen drin sind. Auf einige davon möchte ich euch darauf aufmerksam machen, die ich euch auch direkt empfehlen kann, so einzustellen, weil es halt einfach Sinn ergeben und oder euch ein schöneres Spielerlebnis bieten oder einfach der Übersicht dienen. Ja? Und zwar fangen wir hier im Spielablauf an. Gehen hier runter, schaut, dass die Schadenszahlen anzeigen auf 1 sind, dürften aber, glaube ich, generell 1 sein. Aber ich habe es halt schon so lange installiert, ich weiß es nicht mehr. Kann sein, dass die auch auf aus sind, aber dadurch, dass es hier ein RPG-Shooter ist, solltet ihr die Schadenszahlen definitiv mitnehmen, sodass ihr halt eine bessere Übersicht habt. Ne? Ein bisschen weiter runter solltet ihr definitiv numerische Fertigkeiten, Cooldown, Zeit anzeigen. Das bedeutet, ihr habt Fähigkeiten in The Division, die ihr benutzen könnt. Zeige ich euch gleich aber auch noch, wenn die im Cooldown sind, bedeutet, die sind eine gewisse Zeit lang da und ihr müsst dann ein bisschen warten, bis sie wieder verfügbar sind. Hier bekommt ihr es numerisch dann angezeigt und wisst genau, wie viele Sekunden ihr warten müsst, bis ihr sie wieder einsetzen könnt. So, klar, ein bisschen weiter runter habt ihr das erweiterte Sichtfeld. Das kennt ihr wahrscheinlich von normalen Shootern, das Field of View. Stellt das maximal auf 25, jeweils hier bei erweitertes Sichtfeld und erweitertes Sichtfeld beim Zielen. Kann ich euch definitiv empfehlen. Danach gehen wir runter auf den Reiter BO und wählen dort scrollende Kampftexte an und wählen schwebend. Das Ganze, ich kann es euch mal zeigen. Im Standardmodus hier auf zufällige Sphäre, wenn ihr dort schießt, ihr seht die Schadenszahlen
aber sie fliegen quasi genau an der Stelle, wo ihr den Gegner trefft, fliegen sie durch die Gegend. Also Übersicht gleich null. Und jeder will ungefähr wissen, welchen Schaden er fährt in der und der Situation. Und wenn wir das einfach umstellen auf schwebend, 2D ist auch kacke, das ist nicht schön, aber schwebend, dann seht ihr, dass das auf der rechten Seite einfach die Schadenszahlen schön nacheinander aufpoppen. Das ist deutlich übersichtlicher und wirkt aufgeräumter und hängt nicht so auf dem auf eurem Fadenkreuz. Ne? Also das ist echt Schmutz, wenn ihr das so lasst. Obwohl halt der, wie gesagt, persönliche Präferenz, wenn ihr das mögt, könnt ihr das gerne machen. Aber empfehlen würde ich euch die andere Einstellung. Eins weiter runter im Reiter BO ist der Raid Speedrun Benutzeroberfläche. Die ist ganz nice, weil sie euch links oben dann anzeigt, welche Checkpoints es ist. Ich meine, Raid ist noch ziemlich weit entfernt, gerade wenn ihr anfangt, könnt ihr aber ruhig schon mal anlassen. Dann habt ihr das später direkt schon angestellt und es schadet euch nicht, es stört nicht, das passt. Die Reiter Audio und Steuerung sind natürlich absolute persönliche Präferenz. Da müsst ihr schauen, wie ihr am besten klarkommt. Wenn ihr mit dem Gamepad spielt, müsst ihr gucken mit der Sensibilität und die Dead Zone einstellen. Also wie schnell der Stick auf die Eingaben reagiert und ob ihr mit Vibration spielt etc. pp. Ihr kennt's, ne? Der normale Kram. Im Reiter Grafik kann ich euch definitiv empfehlen, das neutrale Licht auf einzustellen. Es sieht so viel besser aus, besonders wenn es dunkel ist. Es ist atmosphärisch nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Dann noch so ein kleiner Vorschlag von mir. Wie gesagt, persönliche Präferenz auch. Natürlich, wenn ihr, beziehungsweise spielt, versucht's mal. Tut mir den Gefallen, versucht's mal und gebt mir mal Feedback. Ich wüsste gern, wie ihr darüber denkt. Stellt das Spiel ein, Sprache des Spiels auf Deutsch und die Sprache der Dialoge auf Englisch. Werdet besonders, was Isaac angeht, werdet ihr kennenlernen, werdet ihr lieben lernen, finde ich auf Englisch so viel besser. Aber wie gesagt, müsst ihr schauen. Fände echt nice, wenn jemand da ein bisschen Feedback geben könntet. So, und das war's bezüglich der Einstellungen. Als nächstes gehen wir mal zur Ausrüstung und da zeige ich euch den Großteil von dem, was sich in Division 2 abspielt. Und zwar, das hier ist euer Charakterscreen. Ihr seht hier die Hauptwaffe, hier die Zweitwaffe, hier habt ihr eure Seitenhandwaffe und quasi, wie man es kennt, normale Handfeuerwaffen oder abgesägte Schrotflinten, die findet ihr da. Und ansonsten habt ihr hier eure Hauptwaffen bzw. die Nebenwaffen hier. Dabei ist tatsächlich für jeden was da, wenn ihr Bock habt auf Sturmgewehre, dann gibt es die, wenn ihr Bock habt auf Maschinenpistolen, dann gibt es die, wenn ihr Bock habt auf Schrotflinten, dann gibt es die auf Scharfschützengewehre, normale Gewehre und leichte Maschinengewehre, hier LMGs und der Kram. Ihr könnt alles spielen, worauf ihr Bock habt tatsächlich und könnt dementsprechend auch euren Charakter in die Richtung bauen. Aber was seht ihr hier noch? Ihr seht hier, dass ich ein paar grüne Teile trage. Grüne Teile gehören zu einem Gearset. Das sind quasi verschiedene Sets, die, wenn ihr mehrere Teile davon tragt, verschiedene Bonis freischalten. Das kennt ihr bestimmt von anderen Spielen. In dem Fall haben wir jetzt hier, ihr seht es auf der rechten Seite, ich habe eine Kampfausrüstung des Stürmers. Davon geben zwei Teile, wie jetzt in dem Fall Maske und Handschuhe, geben dann plus 15% Waffenhandling. Und drei wären dann Feuerrate und vier gibt dann einen speziellen Bonus, den einem nur dieses Set geben kann. Da gibt es halt mehrere Sets von, die ihr finden könnt im Spiel. Und gleiches gilt auch hier für exotische Items. Hier wie den exotischen Rucksack zum Beispiel, Memento. Es gibt auch noch ganz viele andere exotische Items, die ihr halt finden könnt. Aber das gehört dann mit zum Endgame, wo ihr schön verfarmen könnt. Die normalen Items, die Standard-Items, die High-End-Varianten davon, die ihr später findet, die sind gelb. Und die unterscheiden sich halt auch in verschiedenen Markensätzen. Das sind die, wo wir am Anfang kurz angesprochen hatten. Hier in dem Fall Cesca Biroba. Das hat auch, wenn ihr drei Teile davon tragt, für jedes Teil bekommt ihr einen bestimmten Bonus. Davon gibt es halt ganz viele verschiedene Markensets. Alle unterschiedlich und alle geben euch andere Attribute. Darauf angesprochen seht ihr auf der linken Seite, dass wir bestimmte Attribute haben, die rot sind. Manche sind blau und manche sind gelb. Dabei sind die roten eher so die offensiveren, wo ihr die verschiedenen Attribute habt, wie Waffenschaden, der halt, ne, klar, den normalen Waffenschaden boostet. Gibt es Schaden durch kritische Treffer, da gibt es Chance auf kritische Treffer. Das kennt ihr vielleicht auch schon von anderen Spielen. Je höher eure Chance auf kritische Treffer ist und je höher dann der Schaden durch die kritische Treffer ist, desto mehr Schaden macht ihr dann natürlich am Ende. Ne? Also ohne Chance auf kritische Treffer könnt ihr mit hohem Schaden durch kritischen Treffer natürlich nichts anfangen.
das muss in einer gewissen Balance bleiben. Wobei hier bei The Division 2 das Cap für die Chance auf kritische Treffer bei 60 liegt und man schauen sollte, dass man sich so um die 50, zwischen 50 und 60 einpendelt. Dann gibt es wie gesagt noch die blauen Attribute, die sind eher so ein bisschen defensiver angesiedelt, wie ne, normale Rüstungen, die ihr habt, Rüstungsregeneration, die ihr drauf machen könnt, Gefahrenschutz, welches euch quasi vor Statuseffekten schützt, wie Feuer und Benommenheit und andere Sachen, die es noch gibt. Und das fällt halt alles unter die Kategorie der blauen Attribute. Und die gelben Attribute, wie hier der Fertigkeitenrang, ihr seht es ganz unten links auch nochmal, da ist der Fertigkeitenrang, bedeutet einfach, je mehr ihr davon habt, von den Fertigkeitenrängen, desto effektiver sind die Skills, die ihr hier benutzen könnt. Und von diesen Skills gibt es in Division so einige, die ihr auswählen könnt. Da solltet ihr euch einfach mal durchtesten und schauen, was euch am besten gefällt. Wobei es im Endgame halt so ein paar Sachen gibt, die in bestimmten Builds deutlich mehr Sinn machen oder in bestimmten Aktivitäten. Aber das halt alles mit der Zeit. Zusätzlich kommen viele eurer Gegenstände, eure Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die ihr tragt, mit Modplätzen, die ihr quasi bestücken könnt. Bei Waffen, klar, sind es Waffenaufsätze, wie hier zum Beispiel verschiedene Visiere, die euch unterschiedliche Boni geben, wie Kopfschussschaden, optimale Reichweite, Präzision, der ganz normale Wahnsinn und hier Chance auf kritische Treffer. Je nachdem, worauf ihr Bock habt, mit welchem Visier ihr gerne spielt, könnt ihr hier einfach hin und her wechseln. Ja. Das gleiche bei der Ausrüstung, wobei die Maske, der Rucksack und die Brust immer einen Slot haben, wo ihr quasi Mods reinmachen könnt. Da könnt ihr nochmal euer Bild ein bisschen verfeinern, wie hier zum Beispiel Schaden durch kritische Treffer, seht ihr unten an dem Mod. Und oder halt je nach Bild und je nach Vorlieben. Ne? Es gibt auch eine Möglichkeit an der Crafting-Station, noch Items zu craften, die keinem Markensatz, keinem Brandset angehören, die dann auch eine Möglichkeit haben, zusätzlich einen Mod mit reinzupacken. Also es gibt genug Spielereien, die man da machen kann. Unten die Uhr, die ihr hier seht, die SHD-Stufe, das ist quasi, wer Diablo 3 von euch schon gespielt hat und weiß, was das Paragon-Level ist, der findet sich da ungefähr wieder. Ihr bekommt halt, wenn ihr komplett fertig seid, bekommt ihr irgendwann die Möglichkeit, die SHD-Stufe zu leveln. Ihr könnt das nicht verfehlen, also es kommt wirklich automatisch. Und wenn ihr dann auflevelt, bekommt ihr halt Punkte, die ihr in verschiedene Kategorien reinstecken könnt, wie hier Angriff, Verteidigung, Handling und Zusatz. Ihr seht, dass hier auch alles abgedeckt wird von wegen ne, roten Attribute, bisschen offensiver, die blauen für bisschen defensiver und gelben für halt für eure Fertigkeiten. Ne? Und da findet ihr dann nochmal vier verschiedene Kategorien wie Fertigkeiten Schaden, was ne, wie gesagt die Fertigkeiten den Schaden erhöht und Reparatur quasi die ganzen Attribute. Ne, auf die komme ich aber gleich nochmal zu sprechen und erkläre euch noch ein bisschen im Schnellschlauf ein bisschen besser, damit ihr ungefähr wisst, wie das Ganze aussieht. Zusätzlich habt ihr halt hier noch Handling, was hier nochmal ein bisschen, ne, klar, mehr Stabilität, mehr Präzision, Munitionskapazität erhöhen, dass ihr mehr Munition tragen könnt und das Nachladetempo, wo man das hier eigentlich machen könnte, ne? Die wichtigsten Sachen sind eh hier. Also es gibt generell noch ein Attribut, das nennt sich Waffenhandling. Da sind die vier Kategorien direkt mit drin. Ne? Das bedeutet, habt ihr ein Attribut mit Waffenhandling auf eurer Ausrüstung, dann bekommt ihr diese vier Stats zusammen dort drauf gerechnet. Bei den Fertigkeiten-Attributen habt ihr halt hier Fertigkeiten-Schaden. Wie es schon sagt, wenn ihr Fertigkeiten benutzt, die Schaden verursachen, macht ihr dann etwas mehr Schaden. Und Fertigkeiten-Reparatur, das ist das Ganze. Es gibt Sachen, ihr könnt sogar, wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Heiler spielen und könnt dort mit Fertigkeiten-Reparatur den Wert der Heilung erhöhen und heilt halt einfach mehr. Ne? Fertigkeiten-Tempo ist ganz einfach, geht auf den Cooldown drauf, heißt, ihr benutzt eine Fähigkeit und müsst halt das, was wir eben angesprochen hatten, wo wir das in den Einstellungen umgestellt haben, dass, wenn ihr eine Fähigkeit benutzt, ihr warten müsst, bis die Fähigkeit wieder da ist. Mit Fähigkeiten-Tempo ist er etwas schneller wieder da. Fähigkeiten-Wirkzeit ist quasi das Pendant dazu, wenn ihr eine Fähigkeit nutzt, dauert es halt länger, bis die Fähigkeit verschwindet, dadurch die Wirkzeit, die Fähigkeit einfach länger da ist. In Verteidigung und in den blauen Attributen habt ihr hier oben Lebensenergie, ne? Das ist klar. Ihr habt eure Rüstung, ist die Rüstung aufgebraucht, fängt das Ganze mit Lebensenergie an. Davon habt ihr nicht wirklich viel, also da könnt ihr nicht wirklich drauf bauen, großartig. Rüstung gesamt, klar, ne, jedes Rüstungsteil, ihr seht da 80.000 Rüstung auf der Maske zum Beispiel oder 131.000 hier auf dem Rucksack. Die kommen dann zusammen und ihr seht in dem Bild,
habe ich 913.000 Rüstungen. Da ist halt die Rüstung hier aus der SHD-Uhr schon mit inbegriffen. Hier ist der Gefahrenschutz, den wir angesprochen hatten, der quasi euch Schutz liefert vor allen Schadeseffekten, die reinkommen, ne? Feuerschaden, Benommenheit etc. Der gibt den ganzen Kram halt. Hier habt ihr nochmal Sprengsatzwiderstand, der nochmal extra aufgelistet wird für Granaten, die reingeflogen kommen. Und oder wenn euch Leute mit der RPG gegen den Helm ballern. Und die offensiven Attribute sind wie folgt: normal Waffenschaden, klar, ne? Je höher der Waffenschaden ist, desto mehr Waffenschaden macht eure Waffe. Ne? Nichts Spezielles. Kopfschussschaden auch, klar. Kopfschussschaden hat je nach Waffe einen anderen Multiplikator. Trefft ihr am Kopf, macht ihr natürlich mehr Damage, als wenn ihr in die Brust schießt. Die anderen beiden großen sind natürlich die Chance auf kritische Treffer, die immer Vorrang haben sollte vor Schaden durch kritische Treffer, weil die beiden Hand in Hand gehen. Und nur wenn man kritisch trifft, kann der kritische Schaden auch hochgehen. Und nochmal zurück zu der Ausrüstung. Wir haben ja eben angesprochen hier, dass bei dem Gearset bei 4 Teilen ein spezielles Talent hinzukommt, Wagnis des Stürmers. Das Ganze haben wir bei den anderen Ausrüstungsteilen natürlich auch. Es gibt verschiedene Talente. Es gibt zum Beispiel auf den Panzerwesten gibt es andere Talente, wie zum Beispiel auf den Rucksäcken. Ne? Was ist das hier? Gehen wir hier hin. Hier ist ein normaler Rucksack. Ihr seht, ne? Je nachdem, es gibt halt noch, ihr seht hier vielleicht den Unterschied. Manche haben eine gelbe Schrift. Das heißt, das sind benannte Gegenstände, die sind nochmal etwas seltener und haben meistens eine perfekte Variante von einem Talent, das es eh schon gibt. Nur halt, wie gesagt, in verbesserter Form. Da muss man halt schauen, wenn man die farmt, dass man die auch irgendwie verbaut bekommt. Schön sie zu haben auf jeden Fall und farmen tun wir eh gern. So, nochmal kurz auf das Gearset anzukommen. Es gibt von den Gearsets immer mehrere Teile, meist auch eine Brust und einen Rucksack. Und diese haben nochmal ein zusätzliches Talent, welches den Vierer-Bonus unterstützt und oder verbessert. In dem Fall jetzt hier wäre es zum Beispiel bei der Brust, beim Harnisch des Stürmers, wäre es hier. Vorteilnahme erhöht die maximale Stapelmenge von Wagnis des Stürmers von 50 auf 100. Seht ihr oben, Wagnis des Stürmers kann bis zu 50 mal gestapelt werden. Das Brusttalent würde das Ganze nochmal verbessern. Und so habt ihr das bei den anderen Sachen auch. Bei den Waffen ist es ähnlich. Dort gibt es auch die ganzen Talente. Und da solltet ihr auch schauen, dass ihr da irgendwas findet, das erstmal eurem Spielstil entsprechend passt und euch erstmal keine Gedanken macht, wie ihr großartig skillt. Nur schauen, dass ihr zurechtkommt, nur halt vielleicht im Hinterkopf behaltet, wie das Ganze mit den Attributen aussieht. Ihr habt halt auch, Attribute sind bei den Waffen eigentlich immer gleich. Es gibt so ein paar Ausnahmen wie bei den Sturmgewehren, die quasi immer neben dem Kernattribut Sturmgewehrschaden, weil es ein Sturmgewehr ist, Lebensenergieschaden haben. Und in dem Fall hier habe ich Schaden gegen ungedeckte Ziele draufgewürfelt. Wir sind nochmal hier unten, damit ich euch kurz mal zeigen kann. Ihr seht hier oben, der Gegner hat Rüstung. Es gibt, wie gesagt, mehrere Attribute auf den Waffen. Eins von den richtig starken, die auch in der Berechnung eures Schadens multiplikativ gerechnet werden, also nicht einfach zusammengezählt werden, sondern am Ende noch multiplikativ gerechnet werden, was deutlich besser ist. Das sind die Attribute Schaden gegen ungedeckte Ziele und Rüstungsschaden. Das sind so die besten Attribute, die ihr auf die Waffen draufkriegen könnt. Wobei halt klar sein sollte, ne? Schaden gegen ungedeckte Ziele, klar, wenn ein Ziel sich in der Deckung befindet, zählt es natürlich nicht. Aber sobald er sich bewegt und rumläuft, profitiert ihr da von dem Schaden. Bei Rüstungsschaden, der würde hier direkt auf die Rüstung draufgehen. Es gibt einige Gegner, die sehen aus, als hätten sie eine Rüstung. Bei denen greift aber nicht der Rüstungsschaden, sondern der Lebensenergieschaden. Man weiß bis heute nicht warum, aber dem ist so. Ein paar ganz bestimmte Gegner wie Robodogs und ein paar dick gepanzerte Gegner. So, hier seht ihr hier jetzt, um die Rüstung weggeschossen, bleibt nur noch Lebensenergie. Und hier kommt halt das Sturmgewehr besonders gut zu tragen, weil es halt entsprechend Lebensenergieschaden macht. So, das Ganze hier können wir uns nochmal bei einer Maschinenpistole zum Beispiel angucken. Da ist es, wie ich euch eben gesagt habe, ist speziell für Maschinenpistolen, dass nach dem MP-Schaden als Kernattribut direkt die Chance auf kritische Treffer kommt, im Gegensatz zum Lebensenergieschaden von den Sturmgewehren. Heißt, bei den MPs könnt ihr schon ein bisschen anders schauen, wie ihr rumbaut, da ihr schon extrem viel kritische Trefferchance über die Waffe an sich bekommt. Hier habe ich jetzt auf der Waffe spezielles Rüstungsschaden drauf, welcher dann, wie gesagt, ne, bei einem normalen Gegner Rüstung hat, dort halt nochmal extrem effektiv ist. So, nehmen wir noch als drittes Beispiel die guten alten LMGs. Die haben neben dem LMG-Schaden, Schaden gegen ungedeckte Ziele, was wir eben angesprochen hatten, was richtig gut ist, was auch in der Berechnung richtig gut reinhaut, da multiplikativ. Und dort noch Rüstungsschaden draufgewürfelt habt, ihr halt eine richtig geile Kombi aus Schaden gegen ungedeckte und Rüstungsschaden. Eigentlich die Traumkombination.
So, ich denke, das war's. Erstmal so grob, was Attribute angeht, was für den Anfang definitiv ausreichen wird. Als nächstes gehen wir zu den Spezialisierungen. Ihr habt vielleicht gesehen oder habt euch gefragt, was das hier oben sein soll. Dieser komische Raketenwerfer und die Granate, die ich da oben habe. Es gibt in The Division 2 verschiedene Spezialisierungen. Bedeutet, sind ganz spezielle Waffen, die ihr auswählen könnt. Hier fangen wir an mit dem Präzisionsschützen, der eine besondere Sniper dabei hat, eine 50 Kaliber. Oder hier der Überlebensexperte mit der Armbrust, der Zerstörungsexperte mit dem Mehrfachgranatwerfer etc. pp. Ne? Es gibt ganz viele verschiedene und die kommen halt nicht nur mit der speziellen Waffe, wofür ihr während ihr spielt Munition sammelt, die ihr dann benutzen könnt, sondern jedes von denen hat auch nochmal zusätzliche Perks. Gehen wir mal hier zum Beispiel in den Techniker rein, den ich gerade habe. Und da seht ihr halt hier, es gibt eine Skill-Variante zu den Skills, die ihr eh auswählen könnt, die halt nur über die Spezialisierungen kommen. Genau wie so ein paar bestimmte Boni. Ihr seht es hier, ne? Das Reparaturkit ändert sich, um euch selbst zu heilen. Dann hier einen Spezialperk von dem Techniker, dass man zum Beispiel ne, mehr Schaden macht an Drohnen und Fähigkeitenhelfern und Robotern von Gegnern. Und noch so ein paar andere Boni. Ne, jedes von denen hat halt, wie gesagt, ganz eigene Fertigkeiten und Traits und Skills. Da müsst ihr halt schauen, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Ne? Ihr solltet halt nur darauf achten, wenn ihr das anfangt zu skillen. Manche von denen sind noch nicht freigeschaltet. Dort müsst ihr, ihr seht es aber auch unten. Unten steht Felduntersuchung ansehen. Seht ihr das? Wenn ich jetzt Dreieck drücke, ein paar von denen habt ihr schon freigeschaltet von Anfang an. Ihr müsst den Kram dann leveln. Das macht ihr über Missionen und über die Open World. Und die Punkte könnt ihr dann hier halt verteilen und könnt ihr dann hochleveln. Manche, die ihr noch nicht freigeschaltet habt, dafür müsst ihr diese Felduntersuchung machen. Dort klickt ihr dann rein und seht dann in den verschiedenen Abschnitten, was ihr dafür machen müsst, um die verschiedenen freizuschalten, um dann am Ende halt die entsprechende Spezialisierung zu bekommen, die ihr dann leveln könnt. Kleiner Tipp hier, jede Spezialisierung kommt mit der Möglichkeit für die ganzen Hauptwaffenkategorien, die es gibt. Ne? Also Handfeuerwaffen, MPs, Schrotflinten, Sturmgewehre, LMGs und normale Gewehre sowie Snipergewehre. Schaut, dass ihr je nachdem, was ihr gerade benutzt, worauf ihr Bock habt, kurz das umstellt und hier den Bonus mitnimmt, weil das sind 15% mehr Schaden für die entsprechende Waffe, die ihr ausgesucht habt. Die solltet ihr euch nicht entgehen lassen. So, wie sieht's mit der Levelphase aus? Wenn ihr euch euren Charakter erstellt und ich gehe mal davon aus, dass ihr Warlords of New York dann mitnehmt, bitte. Dann habt ihr die Möglichkeit, entweder einen Charakter zu erstellen, der direkt in New York startet. Würde ich euch persönlich nur empfehlen, wenn ihr schon einen Charakter gemacht habt, genießt das Leveln in Washington mit dem ersten Charakter und geht dann mit der Endstufe 30 nach New York, um dann dort die Endstufe 40 zu erreichen, um dann wirklich ins Endgame zu kommen. So könnt ihr alles genießen. Wie gesagt, ihr könnt auch den Sprung machen. Auf jeden Fall gibt es eine gewisse Richtung, die ihr machen solltet. Gehen wir mal davon aus, dass ihr 1 bis 30 ganz normal spielt. Spielt einfach vor euch hin und lernt das Spiel richtig schon mal ein bisschen kennen. Sagen wir es so und fangt dann an von 30 bis 40 ins Endgame zu gehen. Und dort heißt es tatsächlich für euch, dass ihr alles aufhebt, alles was ihr findet, alles aufheben. Versucht es in die Rekalibrierung zu stecken, das zeige ich euch gleich. Und den Rest halt klein machen für Ressourcen. Weil es gibt Crafting in The Division 2, wo ihr verschiedene Materialien craften könnt, die ihr weiterhin fürs Crafting und fürs Upgraden und so braucht. Oder wenn ihr bestimmte Sachen schnell neu craften wollt oder einfach ausprobieren möchtet. Manche Sachen bekommt ihr auch nur übers Crafting. Da braucht ihr die Ressourcen für. Aber hier an der Rekalibrierungsstation, direkt neben der Crafting-Station, habt ihr halt verschiedene Optionen. Und die erste wichtige ist tatsächlich, sobald ihr in der Levelphase 30 bis 40 seid, ihr findet halt Items, ne? Wie jetzt hier zum Beispiel, schaut euch mal hier die Maske an und die Maske hat jetzt drauf die Attribute, Fertigkeiten-Tempo mit 10,5%. Ihr seht dieses kleine Symbol, was neben dem Fertigkeiten-Schaden steht, das heißt, ich habe das schon umgerollt, also ich habe das Attribut ausgetauscht. Zeige ich euch gleich aber auch nochmal, wie das funktioniert. Und sagen wir aber jetzt mal, ne, ihr habt diese 10,5% Fertigkeiten-Tempo und geht dann mit dem Kram hier zur Rekalibrierungsstation. Geht dann hier ganz rechts auf den letzten Reiter Rekalibrierungsgegenstände und dann seht ihr hier eine Übersicht mit allen Kategorien, die es im Spiel gibt. Ne, also alle Waffenkategorien und alle Ausstattungskategorien. Was ich euch hier definitiv empfehlen kann, ist, dass ihr versucht, hier so schnell wie möglich alles voll zu machen, weil
Ja, also quasi ihr rennt durch die Gegend, lootet alles, was da ist. Alles, was fällt, alles, was kommt, lootet ihr. Wenn ihr voll seid, geht ihr zurück in die Base, geht an die Rekalibrierungsstation, drückt einmal hier rechts drauf und dann bekommt ihr hier schon angezeigt, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, irgendwas abzugraden. Habe ich das natürlich nicht mehr, aber ihr werdet es sofort sehen. Dann blinkt hier überall alles auf. Und dann könnt ihr hier, sagen wir jetzt mal, was hatten wir, die Maske. Dann habt ihr, eine Maske hat ja kein Talent. Es hat nur ein Kernattribut. Kernattribut ist immer das erste. Quasi hier, ich zeig's euch nochmal schnell. Kernattribut ist oben das allererste, wie jetzt hier, der Fertigkeitenrang. Und danach kommen die normalen Attribute. Und so ist das halt hier in der Rekalibrierungsstation ähnlich. Was ihr hier seht, das Kernattribut. Ne? Wenn ihr jetzt ein gelbes Item findet, eine Maske, eine gelbe. Und dann könnt ihr diesen Fertigkeitenrang extrahieren und habt den dann quasi für immer gespeichert. Und könnt diesen Fertigkeitenrang auf jede andere Maske draufziehen. Sag ich euch gleich auch noch, wie das geht. Das gleiche gilt halt für Waffenschaden und für Rüstung. Da fehlt mir sogar noch eins. Noch keine gefunden, das gibt's ja gar nicht. Ich halt. Ne? Hat mir jetzt eine Maske, die 170.000 Rüstung hat, dann könnte ich das noch extrahieren und könnte mein Maximum da noch hochpushen. Dass ich halt dann auf andere Items drauf machen kann. Bei Waffen zum Beispiel oder Ausrüstungen, die Talente haben, kommt noch ein Reiter hinzu. Gehen wir mal hier auf Rüstung. Das seht ihr hier, Kernattribute wieder hier. Fertigkeitenrang, Waffenschaden, Rüstung. Attribute, ne, das sind die kleineren darunter, die ihr dann auch dann abspeichern könnt. Und Talente. Ihr könnt quasi, solltet ihr eine Rüstung finden, dann in dem Fall eine Brust, wo euch die Attribute gefallen, aber das Talent gefällt euch nicht. Dann könnt ihr das Talent, wenn ihr das schon hier abgespeichert habt, könnt ihr das einfach austauschen. Ja, das ist halt sehr, sehr nice. Und das gleiche halt, wie gesagt, bei den Waffen auch. Kernattribut, Sturmgewehrschaden und Lebensenergieschaden. Bei den Sturmgewehren jetzt zum Beispiel Attribute, alles darunter. Und natürlich die verschiedenen Waffentalente. Habt ihr die drin gespeichert? Einfach an der Rekalibrierungsstation hier auf den mittleren Reiter gehen. Rekalibrierungsstation. Gehen wir hier zum Beispiel mal Sturmgewehre und wählen die FAMAS aus, die wir haben. Und dann seht ihr hier, dass ich habe das Talent schon umgewürfelt. Ihr könnt immer nur eins umrollen. In dem Fall habe ich halt das Talent gewählt. Dadurch sind die anderen Attribute fix. Da kann nichts mehr dran geändert werden. Deswegen weltweise schaut, dass ihr Ausrüstung findet, wo ihr das machen wollt, wo ihr euch sicher seid, dass ihr da nichts mehr großartig dran ändert. Im Idealfall ist natürlich super, wenn die Kernattribute und das Attribut schon stimmen. Und ihr das Talent immer umwürfeln könnt, je nachdem, was ihr gerade spielt, worauf ihr Bock habt. Das wäre halt so die ideale Konstellation, ne? Ja, und dann wählt ihr halt einfach hier ein anderes aus und transferiert es dann da auf die Waffe drauf. Unten seht ihr auch nochmal, wie viel das Ganze kostet an Credits und an den verschiedenen Ressourcen. Ich wollte eigentlich später nochmal auf die Optimierung zu sprechen kommen, aber ich glaube, das machen wir jetzt in einem Wisch. Die Optimierung ist so im Moment des Endgame, bevor der neue Content kommt, der jetzt in den Startlöchern steht, der auf dem PTS schon drauf ist. Dann gibt es hier einen vierten Reiter, den ihr machen könnt. Aber die Optimierungsstation ist quasi, wenn euch ein Item gefällt, jetzt hier, nehmen wir hier mal zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, wenn euch die Waffe gefällt, euch gefällt das Talent, ihr seid mega zufrieden, aber die Attribute, die drauf sind, sind noch nicht da, wo ihr sie gerne haben wollt. Ne? Also quasi, es können vom Kernattribut können maximal 15% Sturmgewehrschaden drauf sein. Ihr findet aber nur eine, die hat nur 13%. Ihr möchtet aber die 15 haben. Dann könnt ihr bei der Optimierungsstation da noch das letzte Quäntchen rausholen. Deswegen seht ihr auch dieses komische Symbol da bei Sturmgewehrschaden. Das heißt, ich habe dieses schon gemaxt. Und das könnt ihr auch bei mehreren machen tatsächlich und auf Maximum optimieren. Und das Ganze ist halt relativ teuer, aber ist ja okay. Gehört ja auch mit zum Endgame. Dann habt ihr halt hier, wie gesagt, da seht ihr, wenn wir dann auf Sturmgewehre gehen, das optimieren wollen. Die FAMAS ist jetzt, das Objekt ist vollständig optimiert, er sagt es auch. Und damit könnte ich das jetzt machen. Können wir mal hier gehen, nehmen wir mal hier die F2000. Dann seht ihr, Sturmgewehrschaden ist maximal, Schaden gegen Ungedeckte ist maximal. Nur der Lebensenergieschaden, der ist noch nicht ganz bei 21%, ist bei 20,5%. Könnte ich da jetzt noch ein paar Ressourcen reinstecken und könnte den dann hochpushen. So, aber das, wie gesagt, solltet ihr euch überlegen, dass ihr das später macht, wenn ihr wirklich zufrieden seid mit den entsprechenden Items, die ihr findet. So, noch eine Sache, no, wo wir gerade dabei sind. Versucht halt gerade alles aus dem Kopf zu machen. Kann sein, dass ich ein bisschen was vergesse. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst was ist, dann haut's in die Kommentare. Ne? Wir haben auch so viele Veteranen höchstwahrscheinlich in den Kommentaren. Werden ganz, ganz, ganz viele coole Leute sein, die auch genauso viel Ahnung haben und gut helfen können. Immer raus damit.
geniert euch dann nicht, ist nichts Verkehrtes dran. Und zwar, hier, das ist jetzt ein Bild von mir, ein Bild, mit dem ich zufrieden bin, wo mir die Waffenwahl gefällt und die Zusammenstellung und welches quasi meinen Spielstil super unterstützt, wo ich halt Bock drauf habe. Und das Ganze könnt ihr mit Druck, ihr sitzt unten, L2 Ausrüstungen, dort könnt ihr mehrere verschiedene Builds abspeichern. Ihr seht hier, wenn ich drüber fahre, sind alles Builds, die ich abgespeichert habe und wo ich auch dann schnell hin und her wechseln kann. Und die könnt ihr halt hier abspeichern, was eine ziemlich geile Sache ist. Obwohl ich mir da persönlich wünschen würde, weil ich bin so ein Baumeister, dass im Moment gibt es 16 maximal. Ich würde mir wünschen, wenn, keine Ahnung, 100? Ich würde 100 nehmen. Wäre mir auch wurscht. So, aber das könnt ihr da, wie gesagt, auch noch machen. So, dann haben wir das alles durch. Dann fehlt nur noch ein bisschen. Und dann solltet ihr definitiv startklar sein. Das absolute Baby und für mich das Beste überhaupt in Division ist die Open World. Ja? Ihr seht es halt hier. Wenn ihr später im Endgame angekommen seid, ihr könnt entsprechende Schwierigkeit einstellen. Klar, je höher die Schwierigkeit eingestellt, desto mehr XP bekommt ihr, desto mehr Loot bekommt ihr und desto interessanter wird es natürlich dann schlussendlich. So, hier in dem Bereich, ihr seht, dass hier verschiedene Aktivitäten sind und hier sind Kontrollpunkte. Diese Kontrollpunkte haben eine unterschiedliche Alarmstufe. Wenn ihr unter dem heroischen Schwierigkeitsgrad spielt, das ist so der Standard-Schwierigkeitsgrad, wo ran ihr eure Builds später messt. Wenn ihr solo heroisch laufen könnt, dann funktioniert euer Build schon. Kann man schon wirklich sagen, alles, was euch dahingehend noch Schwierigkeiten bereitet, da solltet ihr schon anfangen zu fallen. Es gibt nur eine Schwierigkeit, die hier höher ist und das ist legendär. Das sind halt im Moment spezielle Missionen oder in einem speziellen Spielmodus, den ich euch gleich auch noch kurz zeige, wo das einstellbar ist, was halt nochmal eine ganz andere Herausforderung darstellt. Ne? So, worauf wollte ich hier hinaus? Auf jeden Fall die Open World, absolutes Prunkstück, macht meines Erachtens mit am meisten Bock, darum zu laufen. Und diese Kontrollpunkte hier auf Stufe 4, auf Heroisch, ne? Ihr könnt auf Herausfordernd schon laufen, das wäre Stufe 3, aber Stufe 3 und 4, das sind die, die ihr braucht, weil wenn ihr hier einen Kontrollpunkt abschließt, dann bekommt ihr Blaupausen. Und mit diesen Blaupausen könnt ihr hier in der Base, an der Crafting-Station, halt die ganzen Aufsätze, wo wir eben drüber gesprochen haben, ne, für die Waffen und so hier, die könnt ihr dort finden und ein paar bestimmte andere Sachen noch, sodass ihr die benutzen könnt. Weil viele von denen sind am Anfang halt einfach noch nicht verfügbar, aber macht ja Spaß, halt alles freizuschalten, deswegen passt das schon. So, die Spezialisierung hatten wir. Hier beim Quartiermeister seht ihr die ganzen Skills, die es gibt. Hatte ich ja eben auch schon gesagt, so ein paar Sachen sind definitiv von Vorteil. Es gibt einen Drohnenstock, der euch wiederbelebt, wenn ihr mal down sein solltet. Und der ist definitiv, ja, ist halt ein Vorteil, ne? Ist halt wie ein extra Leben. Besonders wenn man das Spiel erstmal kennenlernt, ist das echt von Vorteil. An den restlichen könnt ihr euch mal rumprobieren, könnt ihr ausprobieren. Den Wiederbeleber würde ich euch tatsächlich standardmäßig empfehlen. Vielleicht noch eine Heildrohne sogar mitnehmen und dann einfach, je nachdem, durchwechseln. So, wenn ihr dann mal soweit seid und habt Bock auf irgendeinen bestimmten Spielstil und habt euch irgendein Gearset ausgesucht, irgendein Markensatz ausgesucht, irgendein Brandset oder findet irgendeine Buff-Kategorie geil oder wollt einfach nur irgendwas Bestimmtes farmen, um in eurer Rekalibrierungsstation den ganzen Kram aufzufüllen. Ne? Dann gibt es hier die Möglichkeit des zielgerichteten Loots. Das war damals einer der besten Patches, die Division 2 reingebracht hat. Und zwar könnt ihr hier, ihr seht es unten mit einem Druck, Steuerkreuz nach oben, könnt ihr umstellen und dann seht ihr eine Liste der ganzen Brandsets oder der ganzen Ausstattungsreiter, wie hier. Ne? Ihr seht hier zum Beispiel im Gebiet ums Weiße Haus herum sind im Moment Sturmgewehre. Heißt, ihr habt eine erhöhte Chance von jedem Gegner, den ihr platt macht, ein Sturmgewehr on top als Loot gedroppt zu bekommen. Ne? Also als fester Bestandteil. Das habt ihr, wenn ihr die Aktivitäten abschließt hier, wie die Territoriumskontrollen oder hier eine öffentliche Hinrichtung, dann, wenn ihr das schafft, bekommt ihr am Ende garantiert den Drop auf jeden Fall. Und halt jeder Mob hat halt die Möglichkeit, das zu droppen. Ist halt sehr, sehr geil, wenn ihr irgendwas Bestimmtes farmt. Ne? Hier seht ihr das auch. Oben rechts bekommt das auch nochmal angezeigt. Downtown West, Cesca Biroba. Oder hier, wenn ihr Bock auf Brustschutz habt, dann hier ab nach Foggy Bottom und so weiter und so fort. Ne? Noch ganz wichtig, wenn wir eh gerade hier die Karte aufhaben, der Bereich hier unten, Dark Zone Süd, Dark Zone Ost und hier Dark Zone West.
Das sind PvP-Gebiete. Solltet ihr euch da reinwagen, dann ja, seid auf alles gefasst. Es lässt sich super geil leveln da drin, aber es ist halt auch extrem gefährlich. Könnt ihr gerne mal schauen. So, hier oben sind halt noch andere Missionen und zusätzliche Aktivitäten, die man machen kann. Wobei halt eine Art des Farmens richtig gut ist, ist der Summit. Sobald ihr den betreten könnt und irgendwas Bestimmtes sucht, könnt ihr dorthin reisen. Das ist quasi ein Hochhaus, das ihr erklimmen müsst. Und eins der coolen Sachen, die ihr halt hier machen könnt, ist, dass ihr den zielgerichteten Loot selbst auswählen könnt. Das heißt, in der Open World ist es vorgegeben, je nach Gebiet und je nach Mission wechselt es halt täglich. Aber hier im Summit könnt ihr wirklich aussuchen. Wenn ihr sagt, ihr braucht jetzt unbedingt wirklich irgendwelche Mods oder ihr braucht ein ganz bestimmtes Brandset, dann stellt es hier ein und dann könnt ihr einfach den Summit laufen und bekommt halt, wenn ihr zielgerichteten Loot bekommt, immer den von euch ausgewählten. Was halt an sich echt nice ist. So, und ich hoffe, jetzt habe ich so viel gebabbelt. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Aber ich denke, das ist so mit das Wichtigste, was ihr wissen solltet, wenn ihr neu anfangt. Ansonsten, wie gesagt, Fragen ab in die Kommentare. Ihr könnt gerne auf dem Discord joinen. Wir haben eine ganze Menge Division Junkies da. Und ja, ansonsten wünsche ich euch echt viel Spaß und freut euch gemeinsam auf den neuen Content, der kommt. Besonders wenn man jetzt erst anfängt mit Division 2, dann hat man so dermaßen viel Content. Also es ist unglaublich und ich sehe es halt, wie es im Moment abgeht. Ne? Gefühlt der Hype ums PTS ist echt, echt groß, muss man wirklich sagen. So viele Leute haben in den letzten größeren Updates nicht teilgenommen am PTS. Also es ist echt unglaublich. Die Leute haben Bock, ein bisschen was zu machen und wir selbst haben auch ein paar neue Leute, die noch gar nicht gespielt haben und jetzt voll drin sind. Deswegen, ja, wünsche ich euch viel Spaß. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.